ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wand und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwürgt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Ihr Herren, bildet euch, nur da nicht sein. Der Mensch lebt nur von Missetat.